Herr Präsident, meine Damen und Herren, 70 Jahre Grundgesetz sind zu Recht ein Anlass, über das Grundgesetz, über Deutschland, über seine Geschichte, aber auch über seine Gegenwart hier im Plenum würdigen zu debattieren und auch nachzudenken. Entscheidend ist, das Grundgesetz ist die Antwort und eine praktische Lehre aus dem Zivilisationsbruch der Nationalsozialisten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Als der zentrale Satz ist eine Antwort auf ein Regime, für das Menschenwürde ein Fremdwort war. Vor 5 Jahren hat hier an dieser Stelle der von mir sehr geschätzte Navid Kermani zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes eine berührende Rede gehalten. Er wies darauf hin, dass der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, paradox sei. Denn wenn sie unantastbar sei, müsste sie ja nicht festgeschrieben werden. Und er hat recht. Der industrielle Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden und der Vernichtungskrieg im Osten waren grausame Höhepunkte dieses Gewaltregimes und hat gezeigt, dass ein Staat den Verstoß gegen die Menschenwürde zum Prinzip erheben kann. Es muss daran erinnert werden, dass die Deutschen nicht in der Lage waren, die sogenannte Machtergreifung der Nazis zu verhindern. Und sie waren auch nicht in der Lage, deren Herrschaft aus eigener Kraft abzuschütteln. Befreiung war nur von außen möglich, durch den Sieg der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition. Menschen überall in der Welt zahlten für unsere Befreiung einen hohen Preis. Und letzte Woche haben wir diesen Tag der Befreiung gedacht. Und es war, meine Damen und Herren, ein Tag der Befreiung. Das muss man immer wieder betonen. Und das sollten alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages immer wieder betonen. Befreiung von einer Politik der Unmenschlichkeit. Dass Politik auf die systematische Zerstörung der Menschlichkeit hinausläuft, das dürfen wir alle nie wieder zulassen. Gerade deswegen ist es so wichtig, die Tragweite des Artikel 1 zu verstehen. Er ist ein Versprechen, das auf jeden Tag neu eingelöst werden muss. Dieser Satz muss als Auftrag an die konkrete Gesellschaftsgestaltung verstanden werden. Der Geist des Grundgesetzes ist eben ein radikaler Bruch mit dem Faschismus. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben genau gewusst, dass der Kampf gegen den Faschismus umfassend sein muss, dass ein Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen nicht reicht, dass dieses Bekenntnis im Staat verankert sein muss. Der Geist des Grundgesetzes verpflichtet uns deswegen, auch eine soziale Politik zu machen, einen solidarischen Staat und eine solidarische Gesellschaft zu gestalten. Das Grundgesetz ist ein Bekenntnis zur sozialen Demokratie, lieber Christian Lindner. Im Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es ja nicht umsonst, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die Bundesrepublik wurde mit diesem Artikel als sozialer Rechtsstaat definiert. Und Artikel 79.3, wie wir alle wissen, stellt diese Definition unter den Schutz der Ewigkeitsklausel. Das zeigt, wie zentral die soziale Demokratie im Grundgesetz ist. Deswegen findet sich neben der Eigentumsgarantie auch deren Einschränkung durch Gemeinwohl und die sogenannte Sozialpflichtigkeit nach Artikel 14. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wussten ganz genau, dass eine allzu große soziale Spaltung die Gesellschaft gefährdet. Es ist doch auch kein Zufall, wenn im Koalitionsvertrag steht, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das sagt ja vor allen Dingen eins, dass es doch offensichtlich Defizite im sozialen Zusammenhalt gibt. Und tatsächlich ist die Gesellschaft sozial gespalten wie seit Jahrzehnten nicht. Die Republik und auch das Grundgesetz werden doch aktuell vor eine Bewährungsprobe gestellt. Denn mittlerweile ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde ja leider in Frage gestellt. Es gibt sogar Zehntausende Menschen, die das Grundgesetz als Verfassung in Frage stellen. Und wir alle haben gesehen, wenn in Plauen Rechtsextreme marschieren, dann ist das ein Wiedergänger jenes Faschismus, den wir alle längst als erledigt glaubten. Aber es ist nicht nur die Reinkarnation des Nationalsozialismus, dass das Grundgesetz auf die Probe stellt. Eine Gefahr ist auch die neoliberale Umgestaltung unserer Gesellschaft und des Staates. Der Neoliberalismus war eine andere Demokratie als das Grundgesetz. Ich will mal den Zitat einer sogenannten marktkonformen Demokratie hier erwähnen. Die marktkonforme Demokratie unterwirft die Demokratie und die Menschenrechte der Verwertungslogik. Und das kann letztlich die soziale Demokratie zerstören, meine Damen und Herren. In einer sozialen Demokratie
In einer Sozialdemokratie geht es stattdessen darum, den Kapitalismus dort, wo er Demokratie zerstört, einzuhegen. Dieses Einhegungsprojekt ist aber schon lange kein Thema mehr in der Politik in Deutschland, obwohl das Grundgesetz, die Verfassung darauf angelegt ist. Das ist im Übrigen auch der Sinn, lieber Christian Lindner, von Artikel 15, den Sie für sozialistisch halten. Für andere ist der ein Delikt. Aber es geht darum, zu Gesellschaften, wenn andere Steuerungsinstrumente versagen. Das ist der Sinn, der dort festgehalten ist. Dass das Thema Vergesellschaftung selbst heute hier zu so hysterischen Reaktionen führt, dass viele neoliberale Glaubenssätze nicht mehr hinterfragt werden dürfen, nur hinterfragt werden dürfen, das finde ich ehrlich gesagt als grotesk. Die Debatten der letzten Wochen und wirklich die hysterischen Schreie auch einiger hier aus dem Haus haben doch gezeigt, wie beschränkt viele mittlerweile sind, über Wirtschaft und Gesellschaft abseits vom Turbokapitalismus nachzudenken. Da ist das Grundgesetz offener, kreativer als manche Debattenbeiträge der letzten Woche. Statt die Lehren, die im Grundgesetz verankert sind, ernst zu nehmen, wird bei jedem Anlass schnell die Änderung des Grundgesetzes gefordert. Und ich will Herrn Habert unlängst noch hier im Hause zitieren, der in der FAZ diese Woche ja ein bemerkenswertes Interview gegeben hat und der gesagt hat, jede der über 60 Änderungen des Grundgesetzes, ob jede sinnvoll war, das will er bezweifeln. Ich will also dem gerne folgen, zum Beispiel an das Asylrecht und andere Dinge erinnern, wo wir das Grundgesetz doch nicht unbedingt verbessert haben. Deswegen, meine Damen und Herren, haben mich die sehr leichtfertigen Forderungen, Artikel 15 abzuschaffen, ehrlich gesagt, entsetzt. Ich finde das anmaßend. Insbesondere die ersten 20 Artikel sollten nicht so einfach mal so abzuschaffen. Oder glauben diejenigen, die das wollen, wirklich, dass sie besser wissen als die, die das Grundgesetz geschrieben haben? Als diejenigen, die Zerstörung und Leid durch die Nazis unmittelbar vor Augen hatten? Nein, lieber Christian Lindner, auch bei Artikel 15 haben sich die Damen und Herren auf dem Herrenchiemsee etwas dabei gedacht, nämlich, dass das Gemeinwohl im Zweifel über Kapitalinteressen stehen muss, meine Damen und Herren. Das Grundgesetz und die Verpflichtungen daraus sind natürlich nur so stark und so lebendig wie die Verfassungspraxis. Eine Verfassung und die Praxis sind immer auch ein Ausdruck der Zeit. Das kann man an der Geschichte der Bundesrepublik alt, aber auch, wenn man die Zeit nach 1989 betrachtet, sich anschauen. Und ja, es gab damals, ist darauf verwiesen worden, den Entwurf des Runden Tisches. Und ja, der Artikel 146 gibt immer noch die Möglichkeit, auch eine seriöse Debatte zu führen. Und es waren im Übrigen da vor allen Dingen die Bürgerbewegten, die sich hier sehr engagiert haben. Das Grundgesetz, meine Damen und Herren, ist immer nur so gut wie seine Institutionen, die den Geist leben. Deswegen liegt es an uns allen, und Herr Brinkhaus hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir die Einzigen sind, die direkt vom Volke gewählt werden, an uns allen zuallererst den Geist des Grundgesetzes zu leben. Und wir, bei aller scharfen und notwendigen Auseinandersetzung, müssen das hier im Bundestag zuallererst tun. Nur dann werden wir dem Geist der Väter und der wenigen Mütter des Grundgesetzes auch gerecht. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.